Also jetzt müssen wir die Schüssel manuell ausrichten, ne? Wow, richtig geil. Ach, wir sind ja im Abstürzen, stimmt ja. Also wir oder ich bin da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, muss ich fast zugeben. Stabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Und ich muss mal ganz, ganz schnell mich konzentrieren. Hallo, Sebastopol. So. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Und ein weiteres Mal ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Vielleicht ist es diesmal der letzte Part, wer weiß. Ich hoffe doch nicht, ich hoffe, es geht noch länger. Aber ja, wir werden sehen, was sich alles noch ergeben wird. Außerdem muss ich sowieso mal gucken. Außerdem wollte ich ja sowieso mal... Wo muss ich überhaupt lang? Ich habe ja eigentlich auch noch die DLC für das Spiel. Das bedeutet... Eigentlich müsste es ja danach noch was geben. Da müsste ich mich da mal umgucken, weil bis jetzt spiele ich ja einfach nur das ganz normale Spiel, glaube ich. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht, bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Och nö. Als ob! Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich. Scheiße. Und verzweifelt. Ich habe leider nichts, womit ich die umlegen könnte, außer meine normalen Waffen. Ja, wo muss ich denn hin? Doch, ich muss aber da lang, oder? Oder muss ich hier hinten lang? Ich glaube, hier. Oh. Hat sich gerade was bewegt. Scheiße! Oh. Warte, wo... Der... Verdammt! Der hat mich vorhin... Oh. Als ob! Was erschreckt denn mich so? So eine Scheiße! Mann! Da habe ich nicht mit gerechnet. Shit, ich muss gucken, dass das Mikrofon nicht übersteuert. So. Ah, der mich erschreckt. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Ist natürlich wieder typisch. Willkommen bei Sieg. Hier sind Aliens, die ihr Umwesen treiben und die Menschen. Gesellschaft, der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht, bewaffnet, nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Oh, da hinten ist einer. Wieso? Hä? Ach so, ja. Eben. Die haben nichts Besseres zu tun, als hier treiben Aliens in Unwesen und die haben nichts Besseres zu tun, als die Menschen um sich gegenseitig abzuknallen. Auch wenn das jetzt gerade ein sehr brüchiges Deutsch gewesen war. Das scheint cool zu sein. Ich sollte eine andere Waffe besser nehmen. Ich nehme die Pumpgun. Ist der rechts oder links?
Wo ist denn der? Hier war doch eben einer. Ah, da hinten, okay. Okay, das scheint gut zu laufen. Perfekt. Hier unten. Ich kann mich nicht mit den ganzen anlegen. Die machen zwei Schüsse und ich bin weg. Oh, da hinten ist einer. Ah. Sieht er mich? Nee, ich auch nicht. Geh mal bitte weiter. Dankeschön. Da vorne ist noch einer. Den müssen wir auch noch irgendwie umgehen. Aber Leute, wir wären es nicht wir. Oder ich wäre es nicht ich, wenn ich das nicht schaffen würde. So. Leider kann man jetzt so, ihr wisst, was ich meine, so von hinten so sneaken und dann so Meuchelmord veranstalten. Das geht nicht. So, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ja. Boah, wird gespeichert. So. Hier müssen wir hin. Finden Sie Ricardo. Das heißt, der müsste jetzt gerade hier sein. In dem Raum? Ach Quatsch, wir müssen noch viel, viel weiter. Sind hier auch Leute? Da ist er doch! Wieso sollte man das anschalten können? Ridley. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschlüssel manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Na dann. Oh, komm, übertreib. Ja, dann mach auf, komm. Oh, einfach, ja gut, eigentlich einfach geradeaus. Treppe runter. Und dann links. Finden Sie das Observatorium der Serverpool, okay? Kann ich auch einfach rennen? Hä? Ist das richtig? Müssen wir den Aufzug hier benutzen? Ich denke mal schon, oder? Vielleicht hätten wir auch... Nee, glaube ich nicht. Nee, wir müssen schon hier an. Doch. Ich denke schon. An der Stelle wollte ich auch noch sagen, dass am Sonntag kein Part hochkommen wird. Da helfe ich wieder meinen Eltern beim Umzug. Und den Part tue ich ja jetzt schon vorproduzieren für Samstag. Also von dem her tut es mir mega leid, dass am Sonntag kein Video hochkommt. Dafür am Montag dann natürlich wieder in ganz normalen Rhythmus. Genau, so wollte ich das sagen. Speichern wir erstmal. So. Das stimmt schon mal. Ah, hier sind wir. Da war das letzte Mal. Damals waren hier so Androiden waren hier gewesen. Wo sind die? Halt. Okay. Wir müssen rechts. Oh. Mach. Die haben wenigstens keine Schutzanzüge. Boah. Ich finde die Aussicht vom Fenster aus immer mega geil. Als ob das ist hier drin oder was? Nee, oder? Ja. Ah, okay. Ja, mit dem neueren Schneider hier kommt man echt an Stellen, wo wir vorher nicht rangekommen sind. Das ist schon recht praktisch, das Teil. So. Hier ist keiner. Sollen wir da hochklettern? Ich glaube schon, ne? Hier kann man nichts groß machen sonst. Jetzt müssen wir die Ui. Hat er sich selbst umgebracht? Ne, der wurde abgeknallt. Ey, das sieht echt schlimm aus. Guckt euch das mal an. Okay, auf jeden Fall gehen wir hier hoch. Wir müssen die Schüssel ja ausrichten. Guckt euch das an. Ich finde, das sieht immer so geil aus, die Aussicht aus dem Fenster. Richtig geil. Auch die Sonne da hinten. Gut, ich nehme an, dass man das hier machen muss.
Und jetzt? Ich dachte einfach so drücken. Passiert ja nichts. Ah, muss ich immer das Gegenteil? Nee, oder? Hä? Eingabe mit Taste bewegen, angleichen und Eingabe drücken zum Bestätigen. Aha. Hä? Warte mal. So? So? Nee, so? So? Nee. Hä? Was muss ich hier machen? So? So? Als ob. Was muss ich denn... Ja, jetzt. Ich weiß auch nicht wieso. Aber egal, wir haben es geschafft. Gut. Oh, jetzt müssen wir weitermachen, oder was? Weltraum scannen. Steuern Sie die Undocks-Ausrichtung mit Tasten und aktivieren Sie mit Eingabe. Aha, sobald es gleich groß ist wahrscheinlich. Nee, nicht geschafft. Ah doch, geschafft. Bewege ich mich jetzt oder das Ding? Wir fahren doch jetzt nach oben, oder? Sieht aus wie so ein Fahrstuhl eigentlich. Tatsächlich. Und jetzt haben wir es geschafft. Hier ist zugegangen. Ah, hier haben wir jetzt noch was. Genau dasselbe Prinzip. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Wow, jetzt müssen wir raus nochmal. Okay. Also jetzt nochmal nach unten klettern. Oh, komm schon. So. So, und wo dürfen wir jetzt hin? Ah. Das ist ja komplett... Hä? Oder kann man hier irgendwo rausgehen? Nein. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Ja, mach mal. Ah, geil. Und runter. So, jetzt dürfen wir wieder rausgehen. Erstmal speichern wir ab. Perfekt. Guck mal, hier kann man aber auch noch lang. Aber da erst mit dem Raumanzug wahrscheinlich. Wir haben kein Spiegelbild. Was geht denn hier ab? Wir sind ein Zombie. Ein Zombie. Ein Vampir meine ich. So, umgezogen haben wir uns. Ich hätte vielleicht dann speichern. Ach, egal. Nachdem wir uns umgezogen haben, hätte ich vielleicht speichern sollen. Also jetzt müssen wir die Schüssel manuell ausrichten, ne? Wow, richtig geil. Ach, wir sind ja im Abstürzen, stimmt ja. Also wir oder ich bin da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, muss ich fast zugeben. Boah, guckt euch das an, wie geil das aussieht. Richtig geil. Verdammt episch. Bin ich überhaupt richtig? Ah ja, genau. Ah, ich dachte, ich muss zu der, jetzt muss ich noch weitergehen. Schießen kann ich nicht.
Flammenwerfer auspacken hier draußen. Würde ja eh nicht funktionieren. Ui. Jo. Das sieht übel aus. Was? Kracht das jetzt da rein? Das will ich sehen. Nee, passiert nichts. Schade. Ich nehme an, wir suchen irgendeinen Monitor oder irgendeinen Display, einen Computer, irgend sowas, womit wir die Satellitenschüssel ausrichten können. Ah, ich nehme an, hier den Aufzug. Das war sicher richtig hier. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Wo? Wo ist hier ein Terminal? Das hier? Ja. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es einfach funktioniert hätte, ne? Guck mal, was wir alle schon gelaufen sind hier. Na gut, okay. Jetzt gehen wir da runter. Oh, bitte, muss ich das jetzt danach wieder alles wieder zurücklaufen? Aber auch wenn es schön ist, das muss ich sagen. Habe ich keine Taschenlampe. Lösen Sie die Sperre der Parabolantenne. Was ist das hier? War das richtig? Was haben wir hier? Ah, hier haben wir ganz viele Sachen. Das können wir auch nicht. Die müssen wir wahrscheinlich nach und nach aktivieren, kann ich mir vorstellen. Was passiert denn hier? War das jetzt... Ist gut jetzt, oder? Aha. Ich glaube, die müssen wir jetzt alle nach und nach aktivieren, kann ich mir vorstellen. So. Und dich noch. Und jetzt hier hinten den. Oh, es funktioniert. Geil, die Antenne bewegt sich. Die Schüssel. Oder Antenne. Ist ja dasselbe schon fast. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen. So. Und jetzt nochmal, ne? Was muss ich denn für Koordinaten eingeben? Geben Sie die Koordinaten der Torrance manuell ein. Okay. Ich weiß doch gar nicht, wo die ist.
Jetzt habe ich einfach die ganze Zeit, einfach bestätigen gedrückt. Ich glaube, das war jetzt reiner Zufall. Ich mache es genau gleich. Ich drücke die ganze Zeit nach rechts und die ganze Zeit bestätigen. So. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Und jetzt wieder zurück, oder was? Guckt euch mal an, wie riesig das hier alles ist. Als wäre das so eine fliegende Stadt. Ach, kann das Ding schießen? Kann das sein? Okay. Oh, wir dürfen wieder alles zurück, okay. Ermöglichen Sie die der Torrance das Andocken. Ah, damit wir das Schiff wechseln können. Vor allem die Ripley hier, die sagt Alien, und es sind ja eigentlich mega viele gewesen. Gut. Relativ viele haben wir natürlich auch umlegen können, wo wir ja diesen Reaktor überladen haben. Aber da haben ja noch ein paar überlebt gehabt. Beziehungsweise die sind aber ja nicht mit, weil wir sind ja damals wieder mit dem Rettungsschiff dann wieder zurück hier auf das Schiff hier. Das andere ist ja abgestürzt. Stimmt. Aber hier ist wahrscheinlich immer noch das eine, was vom Anfang an da war. Und das gilt es jetzt zu vernichten, beziehungsweise dem zu entkommen. Aber eigentlich wäre es schlauer, das Ding zu vernichten. Man weiß ja nie, wie lange die überhaupt leben. Kann die nicht sprinten hier. Aber ducken, das geht, weißt du? Was blinkt denn da überhaupt so in unserem Anzug drin? Haben wir bald keinen Sauerstoff mehr, oder was? Wir sind ja gleich dran. Sehr schön. Endlich raus aus dem Anzug. Den ziehe ich jetzt erstmal aus. Sehr schön. Und jetzt speichern wir ab. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part natürlich wieder am Start. Über ein positives Feedback. Wie immer würde ich mich freuen. Daumen nach oben, Kommentar, teilen, was ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, was mache ich eigentlich? Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, euer Nier und ciao.